So, jetzt aber. Auf zu Comstock. Schlagwort ist wie so oft großes Finale bei Bioshock Infinite. Ich glaube, jetzt einfach mal dran. Einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Also wir glauben jetzt einfach mal, dass es in der Folge zumindest mit der Endsequenz losgeht oder es noch zum letzten Bosskampf kommt, falls es sowas gibt. Wir wissen deswegen nicht, ob es danach noch eine Folge gibt oder ob die jetzt 2 Stunden dauert. Mal schauen. Konfrontiere Comstock. Comstock? Das ist mein Turm. BC. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Da sind überall so Schaubilder. Schau dir die nochmal an. Da links sind... Kaputte Statue, Battleship Bay, Fink und rechts. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Wow. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sag ihr die Wahrheit! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker. Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker. Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. War doch noch nicht das Ende. Finde ich ja krass, dass er ihn jetzt so gleich weggetötet hat. Ja. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht. Das ist wieder, das ist wieder das Blöde in so Spielen und dann so Skriptsachen, wenn es einem weggenommen wird. Ja. Das war nicht meine Entscheidung. Ja. Und schon bricht's mit meiner Spielfigur. Ja, naja. Schade, schade. Und dann. Achso. Hübscher das hier. Ja. Ist
bisschen langweilig, so da so rumzustehen vor so einem Bild. Bisschen exzentrisch, sowas in so einen Zeppelin einzubauen. Vor allem in den Privatzeppelin. Ich hätte mir vielleicht eine Couch irgendwo hingestellt. Mussten Schloss knacken. Ach, guck mal, der hat hier so ein richtiges Steuerrad. Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Hast du das vorhergesehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Oh, was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elisabeth, hör auf! Es sind nur die Totenbucke. Ein Lied! Schützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los. Los, los, los. Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Ach, schau mal. Songbird ist oben rechts. Hat nichts. Aber wie setzt du ihn ein? Kein Schimmer. Okay. Booker, sag Songbird, wo er hin soll. Los, das Kampfschiff! Oha. Okay. Booker, da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Ich hab mir schon fast gedacht, dass das nicht das Ende ist. Diese ganze Songbird-Geschichte wäre ja sonst total untergegangen. Ja dann. Bitte sehr. Oder? Also sonst, ja. Es wäre sonst ein bisschen zu kurz gekommen. Songbird ist bereit, Booker. Naja, aber bekämpfen musst du ihn jetzt ja auch nicht, oder doch? Nee, aber vielleicht. Oh, Achtung, Raketenwerfer. Booker, Songbird ist bereit. Nee, ne, ja. Na komm. Hallo? Noch mehr. Da drüben. Alter. Wollte nicht reagieren. Ich glaube, ich muss runter. Ja, oh, geil, regnet. Hier regnet es ja draußen. Ja. Hier, geil, bitte. Es regnet. Jede Menge Raketenwerfer. Auch komisch, dass man da jetzt nicht mehr mit ihnen reden kann. Von wegen so, Leute, Comstock ist tot. Behaltet jetzt euer scheiß Columbia, wir hauen ab, wir fliegen nach Paris. Lasst uns in Ruhe. Ja, haben wir das Booker, der Märtyrer der Revolution war. Ja, das war ja eh so ein bisschen merkwürdig, wie schnell das keine Rolle mehr spielte. Ja. Hey, du warst tot, jetzt bist du wieder da, das geht nicht. Vor allem, die Fitzroy ist ja schon eine Weile tot, wenn die in dieser Welt ja auch tot ist.
Haben wir nochmal einen Sprung gehabt? Schau mal, Songbird kriegt einiges ab schon. Also dann, vielleicht muss man auf den ein bisschen aufpassen. Ach nee, oder... Ah nee, du musst, glaube ich, das Schiff beschützen. Das Ding ist da rechts oben. Diese Energiequelle, die wird nämlich die ganze Zeit beschossen. Ich glaube irgendwie, wenn die kaputt ist, nicht so gut. Ach so, Moment. Dann renne ich mal eben hier. Das ist wohl was mit diesen... Nee, oder? Wir haben uns ja bei dem Medaillon für den Vogel entschieden und nicht für den Käfig. Mhm. Und auf dem Zettel war jetzt der Käfig. Alle Vox-Zeppelin zerstören. Ja, dann. Das ist auch ein Vox-Zeppelin. Ja, wahrscheinlich. Den Zeppelin. Ich tippe ehrlich gesagt drauf, dass du uns das sagen wirst, Thyssen, wenn du das nochmal durchgespielt hast, denn du hast dich ja für die andere Sache entschieden, oder? Ich habe in dem Fall den Käfig genommen, ja. Ich überlege nur, wenn es also angenommen, das wäre umgekehrt, du wählst da den Käfig und auf der Karte wäre dann der Vogel, das würde rein musiktechnisch nicht gehen. Weil dann hast du Bird und die Noten B-I-R gibt's halt nicht. Ja, vielleicht hat das auch nochmal irgendwie eine andere Bewandtnis. Ja, das kann sein. Ganz schön chaotisch gerade. Songbird ist auf Halbzeit, der Dings auch, das Energie-Dings. Wäre der Raketenwerfer vielleicht ganz gut. Ja. Ich glaube, ich kann nicht mehr stellen, die da vorne. Oh, wow, Sandra. Da sind zwei Patriots. Oh, shit. Ah, fuck. Ach, Mist. Ich habe das gar nicht geschnallt, dass man die beschützen muss. Ich dachte oben, das wäre die Lebensenergie vom Songbird. Booker, sag Songbird, wo er hin soll. Schalt das Kampfschiff aus! Booker! Da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Ja, das ist ein Ding. Kampfschiffe! Ist man auch gar nicht mehr so gewohnt. Oft hört man es ja inzwischen, dass man irgendwo ein Radar hat, ne? Wo die Gegner so sind. Halo oder so, das ist ja immer dieser kleine Radar, der einem dann zeigt, wo die nächsten Feinde sind. Greif das Kampfschiff an! Gibt's ja natürlich. Vielen Dank. Auf den Transporter! Ich muss ein bisschen auf meine Munition achten. Da von rechts kommt was Dickes. Ah ja, ja. Okay. Schauen wir das auch fast wieder voll. Ich kann Songbird rufen, Booker. Das Kampfschiff, los! Da kommen noch mehr!
Wo soll ich ihn hinschicken? Ja, noch mehr. Wo soll ich ihn hinschicken? Das nächste Luftschiff würde ich sagen. Irgendwo direkt, wo diese Patrioten landen, direkt vor der Energiequelle. Da kannst du Songbird nachher auch hinschicken, aber momentan ist er ja noch nicht da, oder? Also die zwei. Oh. Nee, das Problem war vorhin gewesen, da waren sowohl die Patrioten, als auch die beiden, als auch dieses Raketenschiff. Links kommt ein Schiff gerade. Oh nee, das ist hier. Da kommt der erste. Ja. Oder beide sogar. Hier, ich hab Munition. Oh, Potter ist die Rakete jetzt natürlich auch stärker. Die jemanden abgeschossen haben. Das ist leider alles. Okay. Hey, sag mal. Bitte sehr. Vielen Dank. Sehr. Dankeschön. Songbird ist drei Viertel voll. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir schon. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ist hier noch einer? Jetzt ist er voll, aber es sind. Boah. Ich würde die großen Zeppeline nicht. Ja. Ach Gott, da sind ja noch mehr. Es sind zwei große und mindestens ein kleiner noch. Und ein Patriot. Kiste, nee, brauchen wir nicht. Geschütz wäre mal nett. Der Meister möchte nur die Peitsche. Munition, hier! Songbird ist bereit, Bucher. Danke. Auf den großen Zeppelin, genau. Los auf den Zeppelin! Passt. Oh. Hier, den zerlegt. Cool. Ja, so kann man nicht mehr machen. Ah, jetzt ist noch irgendeins gut beschützen, ja. Ich fürchte, das Ding kriegt nicht ab. Ich glaube, wenn du den dritten großen unserer Energiezeppelin noch, dann müsste doch einer irgendwann vorbei sein, oder? Magische 3. Ja, eigentlich schon. Ich könnte mal. Bisschen Medizin. Vorsicht. Oh je. Ah, fuck. Naja, gut, dass du nicht von vorne anfangen musst. Songbird ist gleich fertig. Hier. Songbird ist bereit. Aber nimm den großen, genau. Los. Was war das?
kommen sie. Ja. Ja, wie viele denn noch? Was ist das? Ja, doch. Puh. Das war doch gar nicht so übel. War gar nicht so übel. War aber auch mehr als genug für eine Folge. Glaube ich auch. Deshalb geht's in der nächsten weiter. Tschüss. Ciao.